Am 5.8.2023 starte ich kurz nach 0 Uhr in Richtung Travemünde. Von hier aus will ich mit der Fähre in Richtung Trelleborg übersetzen. Und so fahre ich dem Sonnenaufgang entgegen. Zunächst schaue ich erst einmal zum Terminal, damit ich weiß, wo ich nachher hin muss. Anschließend geht es noch tankend und ich nehme ein Frühstück zu mir. Die Sonne geht gerade auf und ich schaue mal in Richtung Meer. Hier kann ich tatsächlich ein paar schöne Aufnahmen machen. Die circa 6-stündige Überfahrt erfolgt bei schönstem Wetter und so treffe ich gegen 18 Uhr in Trelleborg ein. Ab hier habe ich noch ca. 40 Minuten Fahrt bis zu meiner Unterkunft vor mir und lasse dort den Tag bei einem schönen Sonnenuntergang ausklingen. Am Sonntag starte ich schon früh am Morgen, da das Wetterradar ab Mittag Regen anzeigt. Ich will versuchen, für eine Woche, soweit ich komme, den Tet in Richtung Norden zu befahren und dann wieder in Richtung Heimat umzukehren. Ich habe alles dabei, um mich für diese Zeit in der Natur autark zu versorgen und unterzukommen. Zunächst heißt es, den Tet-Einstieg über meist geteerte Straßen zu erreichen. In der Nähe von Staffansdorp befinde ich mich dann auf dem richtigen Weg. Den ersten Zwischenstopp lege ich am privaten Tjolöholms-Slot ein. Die Reise habe ich schon lange vorbereitet. In meinen jungen Jahren war ich fast nur campen. Auch in den ersten Jahren Urlaub mit der Familie sind wir fast nahezu ausschließlich Zelten gefahren. Seit dieser Zeit hat sich jedoch auf dem Equipmentmarkt einiges getan, sodass ich bereits im Winter angefangen habe zu testen und auch festzustellen, dass einiges nicht so funktioniert hat, wie man sich es vorgestellt hat. Bis zu meiner Abreise hatte ich jedoch alles so weit optimiert, dass es für mich passt. Hier auf dem südschwedischen Tet sind die Straßen geprägt durch festgefahrene Schotterstraßen
unterbrochen von geteerten Straßen und Waldwegen. Besonders auffällig sind die sehr gepflegten Anwesen. Man sieht kaum irgendwelche heruntergekommenen Grundstücke. Die Piste lässt sich bis dato recht unproblematisch bewältigen. Ich habe den Mitas E07 Dakar montiert, den Reifendruck auf ca. 2,3 bar abgesenkt. Gegen 10.30 Uhr beginnt es schon leicht zu regnen. Trotz der vermeintlichen Einsamkeit muss man immer wieder damit rechnen, dass plötzlich Fahrzeuge oder Personen auf dem Weg auftauchen. Selbst mitten in der Pampa. Das ist mir recht häufig passiert. Ab ca. 11 Uhr schüttet es, wie vorhergesagt, aus allen Kübeln. Was das für den weiteren Verlauf der Reise bedeuten wird, weiß ich an dieser Stelle noch nicht.
Das Wetter hält aber den echten Schweden bzw. die Schwedin nicht davon ab, erstmal Pilze zu suchen. Immer wieder kommt man an kleinen, romantischen Seen vorbei. Und dann passiert es. Ich hatte angehalten, um meine Handschuhe zu richten. Kurz nach dem Anfahren, noch etwas unkonzentriert, komme ich auf das nasse Gras und rutsche weg. Kilo plus Gepäck aufzuheben, sind zwar schwer, aber zu meistern. Bei der Bergung saß ich nicht auf dem Motorrad. Und natürlich steht das Moped beim ersten Versuch nicht sicher. Und auch nicht beim zweiten. Ja, leicht oben Kipper, nicht konzentriert. Mal schauen, ob ich das da wieder dran bekomme. Das sieht komplett aus. Bisschen aufgeschrammt. Hat aber offensichtlich alles abgehalten. Gott sei Dank. Ja, und für den sehe ich nichts. Nur ein bisschen leicht weggerutscht hier. Fast im Tritttempo.
Ja, ziemlich rutschig hier auf dem Weg. Ich schaue mal, ob ich das noch festbekomme hier. Dann geht's weiter. So, jetzt den Zylinderschutz. Das war ja unten verbogen. Das habe ich jetzt so gut wie es ging wieder gerade gebogen, beziehungsweise hier war es verbogen. Jetzt versuche ich das Teil wieder dran zu schrauben und dann sollte es hoffentlich weitergehen. Los. So, ein bisschen nachdenken, hoffe ich, sollte es wieder funktionieren. Nach dieser Aktion fahre ich noch ca. 2 Stunden weiter und suche mir dann einen Campingplatz. Den finde ich auch abseits des TED und bekomme eine kleine Hütte. Somit geht gegen 16.30 Uhr der erste Tag zu Ende. In der Nacht kommt noch Sturm auf. An einigen Bäumen auf dem Platz brechen die Äste ab. Der nächste Tag ist nicht besser. Es regnet nahezu ununterbrochen, dazu schwerer Sturm. Ich verharre also in der Hütte mit der Hoffnung auf Besserung. Allerdings geben die Behörden eine Unwetterwarnung für die nächsten 3 Tage aus und bitten darum, nur bei Notwendigkeit das Haus zu verlassen. Das Sturmtief Hans hat sich über Skandinavien festgesetzt. Es kommt zu Überschwemmungen und Straßenschäden. Ich stehe also vor einer schweren Entscheidung. Bis Mittwoch wäre das TED-Fahren kaum möglich. Wie ab dann die Route beschaffen sein wird, ist fraglich. Schweren Herzens treffe ich für mich die Entscheidung, das Unternehmen abzubrechen. Ich kenne meine Grenzen und habe auch anderen lieben Menschen gegenüber eine Verantwortung. Da alle Fähren offensichtlich ausgebucht sind, entscheide ich mich für den Landweg. Bei 12 Grad, Sturm und strömenden Regen beginne ich meine Heimreise. Bevor ich mich dann auf die Öresundbrücke wage, checke ich noch, ob alles fest sitzt. Normalerweise hört man bei den GoPro-Aufnahmen das Motorstandgeräusch. Die Brücke ist die weltweit längste Schrägseilbrücke für kombinierten Straßen- und Eisenbahnverkehr. Die Gesamtlänge des Brückenzuges beträgt 7.845 Meter. Ich hatte noch nie solchen Respekt und, zugegebenermaßen, auch ein wenig Angst während der Fahrt. Die Böen kamen aus allen Richtungen und man musste schon ordentlich mit dem Moped kämpfen, um es in der Spur zu halten. Froh, als ich den Drogtentunnel erreiche. Dieser gehört ebenfalls zu der mautpflichtigen Strecke.
Nach ca. 100 Kilometer dänischem Inselfestland erreiche ich die nächste Brücke, die Störebelt. Mit einer Hauptspannweite von 1624 Metern gehört sie zu den längsten Hängebrücken der Welt und hat ca. 3,8 Milliarden Euro gekostet. Hier herrschen übrigens die gleichen stürmischen Verhältnisse wie auf der Öresund. Kurz vor dem Ende der Brücke beginnt es wieder zu regnen. Hier scheint eine kleine Wetterscheide zu sein. Links von mir Regen, rechts strahlender Sonnenschein. Kilometer Strecke und zum Schluss die Ny Lillebæltsbro-Brücke trennen mich noch vom dänischen Festland. Der Sturm hat bisher nicht nachgelassen. Selbst im Stand muss man das Bike ordentlich festhalten. Aber die Unterkunft ist nah. Und ich bin froh, den Tag unbeschadet hinter mich gebracht zu haben. Am Mittwoch, den 9.8., geht es unspektakulär bis nach Wunsdorf in die Nähe des Steinhuder Meeres über die Autobahn. Dort übernachte ich vor meiner letzten Tour noch im Gasthaus Deutsches Haus. Ich wähle meine Route in Richtung Heimat durch Teile des Weserberglandes. Erster Halt an der Schaumburg.
der Gierseilfähre Polle setze ich über die Weser. Jetzt geht es noch quer durch den Harz bis nach Hause. Fazit: Ich werde es auf jeden Fall noch einmal versuchen.